Ein romantischer Spaziergang am Rhein endet für einen verliebten Studenten unverhofft in der Notaufnahme. Was genau passiert ist, das ist die große Frage. Herr Winter, guten Tag, mein Name ist Wake. Sie haben, sollen wir hin ein bisschen hochmachen? Ja, bitte. Ich habe einmal zwei Mädels für den Winter, die würden ganz gerne mal. Dürfen die reinkommen, die Freundinnen? Ja. Okay. Ja, kommt rein. Rein. So, mein Name ist Wagner. Wer sind Sie? Ich bin, ich hatte mit ihm eben ein Date. Ah, die Freundin, oder? Ja, so. Genau. Und? Mein Name ist Lena Schubert. Ich bin die WG-Mitbewohnerin. Okay, da weiß ich Bescheid. Und er hat auch Sie gesehen und es auch erlaubt, dass Sie da sind. Was ist denn passiert? Ja, also... Sie waren ja dabei, ja. Oder wie? Wollen ja, Sie mir kurz erzählen, was Sie erlebt haben? Ja, wir waren am Rheinufer, wir waren spazieren, dann haben wir uns da hingesetzt. Mhm. Und wir hatten halt total Durst, es ist total warm draußen. Ja, ja. Und dann bin ich kurz im Kiosk und dann auf einmal war der da nicht mehr. Mhm. Und ja, und dann habe ich mir Sorgen gemacht und dann irgendwann habe ich den in der Böschung gefunden. Ich kann mir nicht erklären, wie das passiert ist. Kann er vielleicht irgendwie ausgerutscht sein, hingefallen? Eigentlich nicht, das kann eigentlich gar nicht sein. Also so, dass jemand Zweites noch dabei war, haben Sie jetzt niemand gesehen? Nee, also ich habe jetzt gar keinen gesehen. Okay. Also. Wissen Sie von irgendwelchen Erkrankungen, die er haben könnte oder so? Weil er ist jetzt noch ein kleines bisschen verwirrt, habe ich den Eindruck. Also Medikamente, Allergien, irgend sowas, Operationen, was Sie mitbekommen? Also nicht, dass ich wüsste. Wir leben jetzt schon seit 2 Jahren zusammen. Mhm. Ne, natürlich hat man mal die eine oder andere Party erlebt, dann hat man sich mal eine Ibu reingeschmissen. Ne? Ja, und irgendwelche Freunde, mit denen er nicht klarkommt oder so? Ja, natürlich, die hat er, ne? Die haben wir ja alle. Aber Moment mal, mir fällt das gerade ein. Der hatte die Tage schon mal mit meinem Ex-Freund, dem Marc, hatte der schon mal eine Käbelei. Zwar erinnerte sich die Freundin vom Herrn Winter, dass einmal ein Streit zwischen ihm und dem Ex-Freund von ihr stattgefunden hatte. Jedoch hatte sie ihn nicht am Unfallort gesehen, sodass diese Aussage für uns doch zu vage war, um gleich die Polizei einzuschalten. Wir machen als erstes CCT. Er scheint ja sonst nichts zu haben. Mach einmal noch Vitalparameter bitte. Wir versorgen jetzt die Kopfplatzwunde und schauen das nach. Ich möchte die Wirbelsäule noch kurz untersuchen. Na, darf ich mich einmal so an die Seite hinstellen? Ja, schauen Sie mal, Sie können sich da oben hinstellen. Ich brauche noch irgendwie Hilfe hier, ich habe gerade ein bisschen Luft. Setzen Sie sich mal aus. Jetzt müssen wir gleich was zum CT bringen. Ja. Vielleicht kannst du das CT schon mal anmelden. Ja, ja, das wäre super. Genau. Tut Ihnen da irgendwas weh? Ja, Mitbewohnerin und Freundin. Okay, noch mal einmal. Da ist er auch blau da hinten, aber. Ach, ich kann mir das anschauen. Okay. Wir fahren einen Thorax-CT mit, ne, zur Sicherheit. Okay, dürfen Sie sich noch mal hinlegen? Okay. So, ich mache jetzt noch ein Pflaster drauf. Aber kannst du dich denn noch an die Kette erinnern, die du mir gegeben hast? Oh, ist aber schön. Ja. Der hat die mir am Rheinufer gegeben. Ach, am Rhein? Bekannt war. Ja. Okay, also. CCT habe ich jetzt angemeldet. Perfekt. Ne? Dann, wenn ihr soweit seid, dann kann ich auch schon direkt rüber. Ja. Genau. Das Letzte, woran sich Herr Winter erinnerte, war die Tatsache, dass er seiner Freundin von einem Stein, den er gefunden hatte, einen Anhänger gebastelt hatte. Dieser Anhänger sah zunächst recht unspektakulär aus, sollte jedoch im weiteren Verlauf noch eine große Rolle spielen. Das gut gemeinte Geschenk wird sich nämlich als tickende Zeitbombe erweisen und vor allem die Freundin des Patienten in große Gefahr bringen. Doch zunächst stehen einer 18-jährigen Schülerin starke Schmerzen bevor. Die nächste Patientin war Frau Ina Müller, eine junge Frau, die angegeben hatte, für ein Kunstprojekt in der Schule einen Gipsabdruck herzustellen. Allerdings kamen mir bei dieser Erklärung doch leichte Zweifel. Es geht halt momentan um die fremdliche Figur. Ja. Und da wollten wir halt, wir Mädels, dann quasi das hier benutzen und die Jungs haben dann das andere Glied. Oh, das ist aber für den Unterricht schon sehr freizügig, ne? Ja, also wundert mich jetzt auch so ein kleines bisschen, aber naja, heutzutage sind es ja alle sehr modern. Ja, gut, ich gucke mir das gerade mal so ein bisschen an.
wie das dürfen genau wir das aussieht. Genau, so ein bisschen ja. noch frei machen. Ein bisschen frei machen, aber ich ja, wir halten es ein bisschen fest, weil ich merke schon, dass es sieht, ne? ordentlich ja. ist. Ne? Okay. Sagen Sie mal jetzt mal meine Frage, weil es nicht so aussieht. Normalerweise macht man das ja mit so Vaseline drunter, ne? Und mit so vergessen. Wenn man so einen Gipsabdruck anfertigt, egal an welcher Stelle, ist es wichtig, dass man, falls Haare vorhanden sind, dass man also die Haare entfernt und dass man das Körperteil gut mit Vaseline einreibt, damit eine dicke Schutzschicht vorhanden ist und dann nasse Gipsbinden verwendet, die dann hart werden und die man dann leicht entfernen kann. Ich würde vorschlagen, das Ding ist sehr dick und sehr hart, dass wir die Oberfläche mit der Gipssäge mal so ein bisschen ansägen. Ja. Also das mit dem Abschneiden geht nicht. Nichts? Das geht gar nicht. Also nur die Oberfläche, da kommt nichts Nein. an die Haut. Wir sind auch ganz vorsichtig. Okay, es dauert dann aber ein bisschen länger und es zuppelt auch. Das ne? ist mir wert. Ich weiß schon, dass es diesen Trend gibt, dass man so Gipsabdrücke macht. Das soll auch jeder machen, wo er möchte und wie er das möchte. Naja, aber die Erklärung, die sie uns lieferte, warum sie das macht, die war schon wirklich sehr komisch. Obendrein möchte Schülerin Ina, dass der Gipsabdruck ihrer Brust keinesfalls beschädigt wird. Ein Wunsch, den die Klinikmitarbeiterinnen selbstverständlich nachkommen. Fragt sich nur, wieso die junge Patientin freiwillig Schmerzen in Kauf nimmt. Also bei mir ist alles frei, dann auf drei ganz vorsichtig. Einmal tief durchatmen, ja. Eins, zwei und drei. Oh, fahr! Die Behandlung bei Frau Müller hat ja jetzt doch schon ziemlich lange gedauert. Das ist schon ein großer Akt, dann so einen großen Gips dann auch wieder zu entfernen. Vor allen Dingen, wenn er falsch angelegt wurde. Und natürlich kommt man dann auch ins Gespräch. Und ich fand es natürlich dann auch am Ende sehr aufrichtig und wirklich süß, dass sie uns dann die Wahrheit erzählte, warum sie diesen Abdruck eigentlich gemacht hat. Ganz ehrlich, wo sie dann gesagt haben, bei den Jungs untenrum oder so, da habe ich gedacht, ob das so ganz wahr ist, was sie mir da erzählt haben. Also ich habe das schon für jemanden gemacht. Aha, also nicht für die Schule, oder? Nein, für meinen Freund quasi. So, dass ich, er lebt halt im Ausland und ich wollte ihm halt so eine Freude machen und ihm dann halt das schenken von mir, weil und wir uns nicht jeden Tag sehen. So, und da dachte ich mir halt so, machst du den Gipsabdruck von meinem Brust. Naja, das ist doch eine schöne Idee. Also ne? ich habe mich auch ein bisschen geschämt. Es war halt komisch, einen Gipsabdruck in die Klinik zu kommen. Deswegen, ja. Aber gut, haben wir es geschafft, ne? Endlich. War schon, ne? Aber ich meine, wir haben es ganz gelassen. Ja. Alles schön. Und Sie haben jetzt nicht nur den Abdruck, sondern auch noch eine irre Geschichte dazu. Ja. Während Schülerin Ina wieder nach Hause kann, soll es Student Samuel nach seinen radiologischen Untersuchungen mit der Angst zu tun bekommen. Die Erinnerung an seinen Sturz kehrt langsam zurück und lässt einen schlimmen Verdacht laut werden. Ja, ich habe auch ganz gute Nachrichten, Herr Winter. Ne? Wir können das Teil tatsächlich gleich abnehmen. Die Befunde, ja, hier sind sie auch nochmal auf dem Bildschirm. Mhm. Es ist alles in Ordnung. Ne? Man sieht so. Hier keine Blutung, keine schwereren Verletzungen. Alles soweit völlig unauffällig und auch vom Brustkorb her soweit alles okay. Und die Beine können sie ja bewegen. Ne? Ich erinnere mich auch langsam wieder. Ja, aber sehr toll. Gefallen. Mich hat jemand runter geschubst. Ah, sie hat jemand geschubst? Dann, wenn Fremdverschuld im Raum ist, dann müssten wir eventuell schon die Polizei benachrichtigen. Sie haben sich ein bisschen schwer erinnert und ich weiß nicht, ob Sie schon so ganz fit sind. Wir würden Sie gerne 24 Stunden überwachen. Ne? Das ist so üblich. Und dann dürfen Sie auch gehen, wenn alles unauffällig ist. Dürfte ich dann wenigstens die Sonja anrufen? Ich mache mir Sorgen. Ja, müssten Sie aber wenigstens vor die Tür gehen. Aber müssen Sie uns versprechen, nicht abzuhauen. Nein, versprechen. Ja? Also fühlen Sie sich jetzt wirklich so weit fit? Also stehen Sie mal auf. Wir gucken mal jetzt, wie das Ihnen geht. Und dann entscheiden wir das. Wann Sie? Ich mache Ihnen erstmal das Moped hier ab. Genau, mach mal die Infusion ab. Und dann gucken wir mal, wie er so auf den Beinen ist. Ne? Stellen Sie sich mal auf. Ganz locker. Was sagt der Kreislauf? Geht schon. Alles gut? Schwindelig? Alles klar? Nur mein Kopf tut ein bisschen weh. Wollen Sie sich noch mal setzen? Oder? Nee, alles gut. Von wegen. Schon bald wird deutlich, dass gar nichts gut ist. Nur kurz nachdem Student Samuel für ein Telefonat mit seiner Freundin verschwunden ist, versetzt ein lauter Schrei das gesamte Team der Notaufnahme in Alarmbereitschaft. Ach du Scheiße.
Hansa, kommen Sie. Ach je. Kommen Sie einmal vorsichtig aufstehen. Oh. Wir gehen jetzt ganz schnell rein. Johanna! Als ich mit der Frau Doktor rausgerannt bin, um nachzuschauen, was da los ist, da lag der Herr Winter auf dem Boden und wir wussten erst mal gar nicht, was passiert ist. Vielleicht hat das was mit dem Unfall zu tun. Was mich nur hat stutzig werden lassen, war dieser qualmende Rucksack. Der war mal in dem Moment egal, weil in erster Linie kommt erst mal der Patient und den mussten wir erst mal reinschaffen und gucken, was mit ihm ist. Und hier runter, was ist los? Oi. Ganz ruhig. Haben Sie sich verbrannt, Herr Winter? Ja. Da machen wir unser Verbrennungsgel drauf, Tommy, am besten. Ne? Weil Sie haben Glück gehabt, das ist jetzt nicht so dramatisch. Ich war froh, dass Herr Winters Verletzung nicht gravierend war. Es handelte sich tatsächlich um eine Verbrennung ersten Grades, die am Steißbein lokalisiert war. Allerdings fragte ich mich schon, wie zum Henker konnte er sich an dieser Stelle verbrennen? Darf ich mal eben stören? Ja. Ich habe hier diesen kokelnden Rucksack, also jetzt zum Glück gelöscht, mal wieder mitgebracht. Den habe ich ja draußen gelöscht. Darf ich das Handy Ihnen einmal übergeben? Ja. Ich habe da jetzt einfach indiskret mal reingeschaut, Winter. Und ich habe da jetzt aber nur, ich schütte die mal hier aus, so komische Steinchen gefunden. Wenn er sie mal ist, kann er ja gerne auch mal. Gucken Sie, es ja seinen Rucksack, ne? Und das wollte ich aufstehen, oder geht's? Also, ich will die jetzt nicht alle anfassen. Ach, und hier ist dieses Loch. Hier? Ah ja, und da ist es. Meine Herren, aber das ist schon ganz schön. Also ich habe auch ein Momentchen gebraucht, um das zu löschen. Da hat nur Sand geholfen. Also ja, ich studiere Geologie. Ja. Die Steine sammle ich. Was meinen Sie denn, was das für Steine sind? Das sind Bernsteine. Die sind noch ganz heiß. Ja, deswegen besser nicht. Also anfassen. Wissen Sie, was ich jetzt gerade für eine Idee habe? Ja. Sie wissen ja, wissen Sie, was so weiß aussieht? Nein. Phosphor. Ne? Und wenn da Hämatineinschlüsse sind, die sind knallheiß, ne? Müsst ihr mal anfassen. Also ich vermute, wenn sich Phosphor über, ich glaube, 34 Grad erhitzt, was wahrscheinlich im Rucksack so war, dann entzünden die sich von selber, dann bildet sich Phosphorpentoxid. Das kann Hautverätzung und alles machen. Stimmt, stimmt. Und dann entzündet sich das. Ne? Scheiße, hätte ich mir stinken. Also ich vermute, dass das, was Sie da gesammelt haben, nicht Bernstein ist. Sondern Phosphor. Sondern Phosphor. Scheiße, Sonja. Ja. Sonja hat diesen Bernstein an. Nicht, dass da Phosphor dran ist. Ach, dieser Anhänger, den Sie da gebastelt haben. Gib mir bitte mein Handy. Das habe ich der Begleitung gegeben. Ich bringe den jetzt erstmal weg. Ne? Okay. Können Sie eh nichts damit anfangen. Ja, also versuchen Sie vielleicht, diese Sonja anzurufen. Ja. Genau, vorher, das war ein richtig großer Anhänger, ne? Sollte Samuels Freundin keinen Stein, sondern ein Stück Phosphor um den Hals tragen, könnte sich dieses jederzeit entzünden, was absolute Lebensgefahr bedeuten würde. Doch die unklare Situation ist nicht der einzige Grund zur Sorge. 30 Minuten später ging es Herrn Winter schon wesentlich besser. Da war die neurologische Untersuchung fast komplett unauffällig. Dennoch wollte ich ihn über Nacht da behalten, da doch diese retrograde Amnesie und diese Kopfverletzung stattgefunden hatten. Jetzt war es mir nur noch nicht klar, wie es eigentlich zu diesem Unfall überhaupt gekommen war. Was war denn jetzt los? Erzählen Sie mir einfach noch mal Ihre Erinnerung. Also so wie ich mich noch teilweise erinnern kann, war es so. Was ist denn da los? Guck mal, was da draußen los ist. Ey, was ist hier los? Beruhigen Sie sich mal ein bisschen, ja? Jetzt. Nicht so laut, es ist ein Krankenhaus, ja? Tom! Hey, Stop. Hey, hey! Nein, 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 ernsthaft! Kennen Sie ihn? Ja, das ist mein Bruder. Ja. Komm her! Tom! Sie haben jetzt gar keinen Grund, Tommy, ich schicke ihn mal ja? weg. Werden Sie also, mal das ganz geht ruhig, ja gar nicht ja? hier. Kommen Sie am besten mal mit, wir gehen mal vor die Tür. Vielleicht kommen Sie am besten mal mit. Ja. Ne? Und dann können Sie alles in Ruhe klären. Aber hier wird nicht rumgeschrien, hier sind Patienten. Das ist dein Ernst? Ja. Du hast was Besseres verdient als ihn. Nein, das ist genau das, was ich will. Du weißt doch gar nicht, was du willst. Nee, du kannst jetzt einfach dich verpissen. Ist ganz ehrlich, du bist einfach ein Arsch. Du bist ein totaler Rassist. Stimmt überhaupt. Nur weil ich ein Ausländer ist. Weißt du was? Nee. Ne? Okay. Verpiss dich. Dann du sollst schon sehen, was du davon hast. Nee, komm erst am besten klar. Gehen Sie erst mal. Ne? Komm klar. Die Diskussion mit dem Bruder von der Frau Tauer war in meinen Augen völlig Quatsch. Also ich habe erst mal gar nicht verstanden, was er überhaupt wollte, warum er hier Randale gemacht hat. Ja, im Laufe des Gesprächs habe ich dann herausgefunden, oder nicht zu übersehen, dass er wohl ziemlich rassistisch ist und einfach nichts mit ihm zu, also nicht wollte, dass seine Schwester was mit dem Herrn Winter hat. Also bei sowas muss man sagen, da kenne ich kein Pardon. Ich finde das ein absolutes No-Go, erst recht in der heutigen Zeit.
Ich kann mich wieder erinnern. Er war das? Ja. Er war das? Ich hab, bevor ich gefallen bin, habe ich nur noch sein. Das kann nicht sein, oder? Ja. Müssen Sie sich halt überlegen, ob Sie rechtliche Schritte. Bitte legen Sie mal ganz vorsichtig Ihre Kette ab. Warum? Was ist mit der Kette? Vorsichtig. Das ist, die ist aus einem Stein, der sich ganz leicht entzünden kann. Und, da kann jederzeit, wenn der über 34 Grad warm wird, kann der anfangen zu brennen. Das hatten wir gerade schon. Ich hab's ganz vorsichtig, ne? So schön es auch ist. Aber das hast du mir doch geschenkt. Gut, Sie sind ja ganz außer sich. Setzen Sie sich mal hin, ne? Ach je. Ich weiß es nicht. Wir hatten schon so oft Streitereien auch darüber. Das ist so. Und ich würde auf jeden Fall die Polizei einschalten, dass er auf jeden Fall da in der Hinsicht auch noch ordentlich einen wegkriegt. So, das geht gar nicht. Ich unterbreche Sie ungern alle, ne? Ich kann das verstehen, aber ich habe noch mehr Patienten. Ich würde mich jetzt erstmal verabschieden. Nachdem mich Frau Tauber das Halsband entfernt hatte, war auch diese Gefahr gebannt. Und somit blieb für mich eigentlich nichts mehr zu tun. Herr Winter wird über Nacht noch da bleiben auf der Überwachungsstation. Und wenn morgen alles in Ordnung ist, wird er dann auch entlassen werden. Nach einer Nacht zur Beobachtung durfte Samuel heim. Dem 22-Jährigen geht es von Tag zu Tag besser. Auch dank der Unterstützung seiner Freundin. In Absprache mit Sonja hat der Student Anzeige gegen ihren Bruder erstattet.